Mein heutiger Gast ist eine Schauspielerin, die im kommenden Action-Blockbuster von Til Schweiger mit dem Titel Der Schutzengel die weibliche Hauptrolle spielt und abgeschlossenes Studium von Beruf Psychologin. Herzlich willkommen, Caroline Schuch. Auf den Film kommen wir gleich zu sprechen, aber das, und zwar das abgeschlossene Psychologiestudium, das ist natürlich eine tolle Sache, denn viele Schauspieler studieren so nebenher ein bisschen und bringen es doch nicht zu Ende. Aber du hast es zügig zu Ende gebracht? Es waren 8 Jahre. Echt? Ja. Weil es immer unterbrochen war oder dauert das so lang? Das dauert eigentlich so 6 Jahre ungefähr, aber ich habe, klar, ich war nicht immer da. Und wenn man auf Diplompsychologie studiert hat, dann ging das noch. Jetzt ist das ja alles Bachelor. Da fliegt man raus nach 2 Semestern, wenn man da immer nicht wirklich? Kommt. Ja, ja. Hast du schon therapiert? Nee, nee. Das kann man auch noch nicht, wenn man Psychologie abgeschlossen hat. Da muss man ja noch eine kosten- und zeitintensive Therapeutenausbildung machen. Über 3 bis 5 bis auch wieder 8 Jahre. Wirklich? Ja, ist so. Das dauert ja ewig. Das ist saugemein, ja. Aber du kannst schon diagnostizieren. Das könnte ich, ja. Also, ja, was willst du wissen? Ist es möglich, zum Beispiel jemanden über den Bildschirm zu diagnostizieren? Also, man sieht ihn im Bildschirm und sagt, da wäre mal eine Therapie fällig oder so. Möchtest du jetzt kostenlos? Nein, aber so oder auch mit dem Regisseur und sagt, die Sprechweise oder so, was verbirgt sich dahinter? Da müssen wir jetzt mal ein Beispiel herholen. Ja. Also ist dir an mir zum Beispiel was aufgefallen, wo du sagen könntest, ja, das ist, sind so erste Symptome oder das wäre mal, müsste mal ein bisschen... Soll ich ehrlich sagen? Ja, natürlich. Also wenn man dich jetzt pathologisieren wollte, würde man sagen, du hast eine histrionische Persönlichkeitsstörung. Wie heißt der Ausdruck? Wie heißt der Autor? Das heißt histrionische Persönlichkeit. Histrionische, das klingt aber sehr positiv, oder? Ist das nicht etwas Tolles, was nur wenige haben? Das ist ganz fantastisch. Das ist das große Talent, sein Leben als Drama zu inszenieren. Ein Riesen. Du erzählst aus deinem Leben, als wäre es voller Highlights. Permanent. Es ist so. Sehr gut. Und gehört damit auch dazu, dass es der Patient sozusagen für sich selber nicht akzeptiert? Oder aggressiv reagiert, wenn man es ihm sagt? Durchaus ist möglich, ja. Große Egozentrik, sehr manipulatives Verhalten, dass man Geschichten streut, die nicht stimmen. Och. Zum Beispiel. Nein. Wirklich? Ich weiß nicht, ob das bei dir so ist, ja. Aber ist richtig, ja. Okay. Also ich werde manipuliert von anderen und kann mich nicht wehren. Aber, aber das hat mir geholfen, das von dir zu hören. Kann man das angehen? Oder man sollte es vielleicht gar nicht angehen, oder? Ich weiß nicht, was du noch so vorhast im Leben, aber es hat dir ja doch bisher ganz gut geholfen. Eigentlich schon. Deine Störung. Ja, ich bin damit 42 geworden und ich kann nicht klagen. Aber ist es bei einer Psychologin auch so, dass wenn die Leute jetzt wissen, du bist Psychologin, auf Partys oder so, wie so bei einem Arzt, und sagt, können wir schnell hier fühlen oder ich habe so ein Ziehen, dass du sozusagen so eine schnell... Ja, es gibt die einen, die sagen, okay, jetzt sage ich lieber nichts mehr. Und dann gibt es die anderen, die sagen, meine Cousine dritten Grades hat Schizophrenie, was sagst du denn dazu? ja, da sage ich nichts zu, weil mich das A nicht interessiert und B nichts angeht. Ja. So. Bleibt das später so in der Praxis oder nein? Wie? Also ich meine, wenn ein professionell zu dir kommt, ist es dann so mit Couch und so, wie man es kennt aus den... Wenn man die analytische Ausbildung macht, dann ist das mit Couch. Und was wäre die nicht analytische Ausbildung? Verhaltenstherapeutisch. Das sind so die eher lösungsorientiert arbeiten, nicht so problemorientiert im Urschleim rumwühlen. Ja, ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel Flugangst hast, dann gehst du vielleicht eher zum Verhaltenstherapeuten und fängst dann nicht an, woher diese ganze Grundangst kommt. Wahrscheinlich durch Hass auf die Mutter oder so. Bestimmt auch. Es ist ja meistens. Ja, ja, immer. Oder Liebe zum Vater, je nachdem, also eines von beiden. Ja. Oder Vater kam rein, als man Mutter geliebt hat oder irgendwie so. Ja, wie bei den Griechen damals, als sie noch Geld hatten. du spielst die weibliche Hauptrolle im neuen Film Der Schutzengel von Til Schweiger. Was ist das für eine Figur, die du da spielst? Ich spiele eine Staatsanwältin. Oh. Mhm. Die, das kommt im Laufe des Films raus, eine Vorgeschichte mit Max,
gespielt von Till Schweiger, ja, hat, nämlich eine Liebesbeziehung. Haben die Dreharbeiten Spaß gemacht? Ja. Alle, die mit Till Schweiger arbeiten, sagen, es sind traumhafte Bedingungen. Er ist ein wahnsinnig toller Produzent und Regisseur. Ich bin, die Leute werden verwöhnt. Absolut. Das stimmt von vorne bis hinten. Ich bin total Fan und ich würde sofort wieder mit ihm drehen, weil es geil ist. Ja. Wann hat der Film Premiere? Nächste Woche Dienstag. In Berlin? Yes. Mit rotem Teppich und allem? Ich hoffe mal. Mit Sicherheit. Das war schön, dass du mal bei uns zu Gast warst. Ja, gerne. Toi, toi, toi für den Film und für alle weiteren Projekte. Ja. Du bist in vielem zugange. Ja. Und ich finde auch diese psychologische Seite unglaublich interessant, weil ich mir das bei dir auch gut vorstellen kann, dass du das sozusagen, eigentlich kann ich mich dir gut als Therapeutin vorstellen. Ich komme dann mal auf dich zurück, wenn es soweit ist. Ja, oder ich hab dich. Es wird dann aber teuer. Ja, weil aber was kostet so eine Stunde, kann man das sagen? 92,50 Euro. 92,50 Euro. Momentan. Kommt da noch eine Mehrwertsteuer drauf? Nee. Zahlt das die Kasse? Kommt drauf an, wie du versichert bist, Harald. Ich bin, glaube ich, in der Techniker-Krankenkasse. Oder bei der AOK, da müsste ich jetzt mal nachfragen. Ja. Aber ich habe eine Zusatzversicherung mit Einzelzimmer und so. Ja. Da bestehen aber die anderen Patienten drauf. Okay.